Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roomtolo 2 mit den Seleukiden. Und wir wurden ein bisschen jetzt von Atropatene. Wurde ich ein bisschen zurückgedrängt. Unten ist eine fette Armee von Galatien, aber das ist kein Problem für mich, also für die Armee. Genau, hier muss ich mal schauen, was das für eine Armee ist. Also genau, letzte Runde bin ich hier hingegangen. Ich wollte eigentlich Hatra angreifen, aber da die Armee Endura hier einfach angreifen kann, bleibe ich mal mit der Armee hier in der Gegend. Und hier oben, genau, erhebe ich gerade die zweite Armee aus, die dritte Armee. Und dann bin ich mal gespannt, wie es so abgeht hier. Also, ich würde sehr gerne... Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Für 400 wollen die Frieden. Nee, momentan nicht. Also, für mehr ja. Da kann ich mich auch erst auf die... Ah, interessant. Okay, was hat der? Der hat sehr viele Blenkler-Kavallerie. Einige Speerkämpfer. Der General ist ein... ist ein Bogenschütze. Das ist ganz in Ordnung. Ich habe noch... Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Das ist jetzt mein erstes Gefecht für, oder seit einer Woche ungefähr. Oh, und das ist Wald. Wieso ist da Wald? Also Wald ist sehr, sehr negativ. Wald ist sehr blöd. Vor allen Dingen, weil man die Gegner dann auch nicht sieht. Also die sehen einen natürlich, aber... Man selbst sieht den nicht. Okay, also die Kamelbogenschützen sind sehr gut. Leichte Kavallerie. Genau, also die Bogenschützen und die leichte Kavallerie werde ich mal gegen seine Fernkampfkavallerie einsetzen. Und die Meda-Kavallerie, das ist halt dann die Kavallerie gegen seine Infanterie. Okay, der geht. Oder der ist unten. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Dann wollen wir uns mal hier aufbauen. Sieht er so lustig aus, wie wenn man da also unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das ist echt lustig. Plänkler Kavallerie. Ich bin mal gespannt, was das für eine Plänkler Kavallerie ist. Also ob das eine gute ist oder ob das nicht so gute ist. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich versuche mal, den einzukesseln. Feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. Okay.
Männer wanken. So, sorry, wenn ich gerade nicht so quatsche. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Okay, so ein General ist wenigstens platt jetzt. Okay, der Elefant ist ganz, ganz gut gerade dabei. Gewalt rudern, Gewaltmarsch. So, der ist jetzt auch freshy dabei. Unsere Männer fliehen von der Schlacht. Jetzt weg. Das ist ein bisschen blöd. Okay, dann macht sich jetzt hier bereit. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, also so ein Waldgebiet ist natürlich sehr schlecht für Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Das hat er jetzt natürlich nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Also, das ist ein Schändlicher. Nachteil ist natürlich, dass er. Ah, er routet, okay. Er sieht natürlich die kompletten Einheiten von mir. Und ich sehe seine nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Okay. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das ist gut. Okay, damit halte ich den noch mal kurz auf. Und gehe in seinen Rücken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, alles klar. Ich habe jetzt leider nur noch, also fast nur noch leichte Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der ist wieder da. Ja, das hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir machen mal jetzt schwerer Schuss.
Ah, die sind schon erschöpft, okay. Weg, bitte. Unser General ist gefallen! Das ist jetzt nicht so gut. Wohin geht ja? So, ich mach jetzt da mal so einen Zangangriff. Den haben wir auch. Dann gehe ich nochmal weg. Oh, das könnte ich sogar jetzt noch schaffen. Weil die Elefanten sind halt gegen so einfache Einheiten ziemlich gut. Es ist halt jetzt wirklich blöd, dass mein General gestorben ist, ne? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Das gewinne ich noch, aber ja, mehr als ein Pyrrhus-Sieg oder schlimmer als ein Pyrrhus-Sieg ist das. Oh Gott. Teuer Sieg, ja. Wir haben 1400 aufgestellt, hat 200 verloren. Der Elefant hat 480 getötet. Die Speerkrieger waren natürlich auch ziemlich gut unterwegs, also die töte ich. So. Die lasse ich nicht frei. Die Pflichtruf. Erst kam das Beben, ja. Gravitas ist nicht so gut. Minus Gravitas pro Runde. Korruption mehr. Minus Kinder bekommen. Minus Wachstum. Ich habe nur noch 3 von mir und die sind ziemlich knackt. Ja, nochmal. Ups. Ist ein bisschen ruckelig geworden. Warte, die hebe ich jetzt auf, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Mache ich nochmal Elefanten. Ja, ich sollte die alle austauschen, ehrlich gesagt. Für die thrakische Kavallerie. 2, 4, 5. 2 leichte. Ja. Die leichte Kavallerie ist dann für den Rückenangriff, sag ich mal. Ich habe das gerade gemacht, weil falls er sich zurückzieht, dann könnte ich gewinnen. Also dann hätte ich angegriffen. Aber so jetzt eher weniger. Okay, hier mache ich gerade Kamelspeerträger. Kamelspeerträger machen mehr Sinn gerade als die Alter. Was machen die denn draußen? Meine Jüde. Warte, ich mach mal kurz das Fenster zu. Jüde. So. Gut. Gut, 3 Runden brauche ich für die. Die brauchen 4 Runden, um komplett wieder anwesend zu sein.
Na gut. Ich schau mal kurz, ob ich hier jemanden hier verheiraten kann. Die kann ich verheiraten. Die ist 42, oder? Ja. Könnte auf jeden Fall noch klappen. Die sind alle noch zu jung, um in die Schule geschickt zu werden. An sich nicht, aber... Ach, verdammt. Okay, ich brauche mehr Autorität. Na gut. Wie alt ist die? 34, die kann noch heiraten. Oh, okay, die haben schon geheiratet. Oh, okay, alles klar. Alles klar. Gut. Ah, ich habe gar nicht geschaut, was der noch, was seine Armee noch hatte. Also was da am Leben geblieben ist. Der Sturm hat lange gewütet. Warte, ist das ein Gegner? Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg... Alter, du hast gerade meine Hauptarmee ziemlich geböhnert. Geböhnert und zugenäht. Ah, die Steinmetze. Immer diese Steinmetze. Pionierwerkstatt. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Meisterpferdezucht brauche ich eigentlich jetzt definitiv. Angriffsbonus für alle Landeinheiten. Und Moral. Königliche Stelle vor allem. Da kann ich die Kataphrakte, die mega geilen Kataphrakte bauen. Ich mach mal Gewaltmarsch hier rein. Ich weiß, durch Gewaltmarsch sind die von der Moral und so weiter nicht ganz so gut. Aber... Aber, okay, das hat er noch. Okay, alles klar. Ja. Aber dennoch ist es besser, wenn ich in der Stadt bin und ihn dann von der Stadt aus angreife und nicht andersrum. Andersrum sind die Pferde echt ein bisschen unpraktisch. Da braucht man definitiv... Da braucht man echt definitiv die, die Elefanten dafür. Forschungsrate beim Aussteigen auf feindlichen Territorium. Das ist eigentlich ganz cool. Also minus Reichweite ist natürlich nicht so gut, aber der scoutet ja nicht, sondern der verteidigt ja meine Armeen. Also meine Generäle vor allem. Ha, er ist zurückgegangen. Das ist gut. Dann kann ich mit der Armee oben... Ah, okay, er greift wieder an. Jetzt hat er auch eine Kavallerie geholt. Nee, das will ich mal... Okay, gut. Da kommt eine zweite. Autsch. Wir haben Krieg. Das Brett steht bereit und alle Figuren. Gut, wenn mir jetzt jemand Frieden anbietet, dann werde ich das akzeptieren. Aber vor allen Dingen, warum ist hier Wald? Das ist... Hm.
Ich schick mal den hier hin und den da hin. Ah, das Problem ist, ich kann hier nicht weg. Das ist halt mega, mega negativ. Negativ. Dann baue ich hier mal noch eine Armee aus. Am besten von einer Partei, die mich nicht mag. Die blaue Partei, die griechische. Die blaue Partei. Die da Armee aufstellen. Machen wir mal auch Elefanten. Damit der Armee sehr wehtut. Die dann da kommen mag. Okay. Die können hier ja keine Pferde rekrutieren. Das ist echt. Blöd. Also ich glaube, wenn wir so ein paar Armeen haben, mit guter Kavallerie und Elefanten und so, die halt auch schon etwas. Okay. Die schon etwas Erfahrung haben. Wenn wir das bis dahin schaffen, dann ist es, glaube ich, machbar. Aber bis dahin ist es tricky. Okay, mit Speeren, alle mit Speere. Das passt eigentlich ganz. Warte, ist das wirklich? Nahkampfangriff für alle Einheiten mit Speeren. Gut. Also nicht nur Infanterie, sondern auch Kavallerie. Und Kavallerie, die haben ja alle Speere. Speer. Das ist gut. Wie kann ich dem. Kann ich euch behilflich sein? Sie werden sich uns anschließen. Okay. Ich greife mal hier an. Ah, das schaffe ich sogar automatisch. Ja, da muss ich aggressiv. Ja. 75 ist eigentlich. Alter, was hat er mit meinen Elefanten gemacht? Okay, mache ich nie wieder. 5 Runden, ja. Nochmal Angriffsbonus mit Streitwegen. Geschossschaden. Ja, mache ich mal Streitwege. Wegen. Oh nein, den wollte ich ja gar nicht. Den tue ich mal wieder dahin. 5 insgesamt, also 5 Fernkämpfer. 3 und 2 war es, genau. Also hier ist gerade so eine kleine Putt-Situation. Wobei ich glaube, ich könnte das sogar schaffen. Aber das ist gerade noch zu risky, ehrlich gesagt. Verstärkungsreichweite. Einheitverstärkung. Gut. Thank you.
Ja, dann mache ich mal Wachstum und öffentliche Ordnung, weil ich in Antiochia das Militärgebäude machen will. Ach, und wir sind schon wieder fertig, okay. Na, der kommt dahin. Ja. Also an sich, wenn ich es jetzt spiele, es ist 50-50, dass die Pikeniere wirklich gut abschneiden. Wenn er seine Plankler-Kavallerie blöd einsetzt, aber das ist so eine... Ja, nee. Also 50-50, also sagen wir mal 20%, dass er sich blöd anstellt. Also so einer Armee muss man sich wirklich mega blöd anstellen. Okay, das will ich aber kämpfen, wegen dem Elefanten. Genau, aber das machen wir erst die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.